damit wieder live dabei und freuen uns jetzt auf Raymond van Barneveld gegen Vincent van der Voort. Auch das ist ja so ein Match, wo es im direkten Vergleich so einseitig steht mit 17:2 Siegen für van Barneveld. Aber van der Voort ist heiß, der ist bislang noch ohne Satzverlust und der will sich, glaube ich, heute den Barney schnappen. Wird ein spannendes Duell, freue mich sehr drauf. Da haben wir den Dutch Destroyer, Vincent van der Voort. Seine Lobby, der gute Vincent van der Voort, aber gegen das, was jetzt kommt, Freunde, da hat nur einer noch etwas gediegeneren Walk-on. Und da sind da Blitze drin. Aber jetzt kommt erstmal die holländische Antwort auf alle Gebete. Können wir Dart spielen? Ja, wir können es. Seit der Kerl auf der Platte ist. Viel Spaß. Es ist wirklich schön zu sehen, dass er dieses Funkeln in den Augen hat, dass er Bock hat. Bei ihm zählt der Pelli-Faktor wie nur bei ganz wenigen Spielern. Gary Anderson, Adrian Lewis normalerweise in den letzten Jahren und auch Raymond van Barneveld. Bedeutet, er spielt hier im Alexandra Palace irgendwie nochmal eine Klasse besser als bei jedem anderen Turnier im gesamten Jahr. Ja, und der gute Mensur macht genau die andere Aussage. Sagt, nee, mich erschreckt, die Bühne ist nicht mein Austragungsort. Dafür macht er es, sagen wir mal, mit dem, was er anbietet, erfolgreich. Weil noch ist es nicht die WM des Mensur Suljovic. Noch hat er nicht das gezeigt, was er uns die letzten Tage und Wochen gezeigt hat. Hier. Er hat Richard North bezwungen. Er hat Kyle Anderson, den Australier, aus dem Turnier geworfen, hat einen Satz abgegeben. Der 50-jährige Raymond van Barneveld, der jetzt auch, als dann Taylor sagte, ich höre auf, gesagt hat, Mann, jetzt bin ich auch 50, da fängst du auch noch an nachzudenken, dass jetzt wirklich die letzten Jahre kommen, wie lange werde ich noch spielen? Also so der Gedanke an Abschied, der ist nicht ganz konkret, ja, aber der schwirrt da irgendwo im Kopf von Raymond van Barneveld herum. Aber was von Abschied mehr wollen wir nicht reden. Nein, jetzt ist er hier die 9 der Setzliste und er will unbedingt in das Viertelfinale. Ja, das ist klar, weil er ja auch gesagt hat, tja, am besten, was ich daran am besten finde, ich kann jetzt mehr Preisgeld verdienen. Weil er hat sehr viel gelitten, auch unter der Taylor-Dominanz, wie jeder andere da oben auch. Es hat so einige Löcher im Portemonnaie gegeben. Also sind die Tränen doch übersichtlich. Natürlich respektieren sie seine Leistung, aber nehmen sie erstmal ein bisschen Platz. So, das ist also die erste 180 von Barney, seine 15. im Turnier.
hat jeweils 780er geworfen in den ersten beiden Runden. Bei Vincent van der Voort ist es ähnlich, steht jetzt bei 1480ern. Die anderen kennst du dich so gut und hast schon so oft gegeneinander gespielt, wobei sie jetzt auch über 3 Jahre nicht gegeneinander gespielt haben. Also diese 19 Duelle, die fanden zwischen 2003, damals auch noch zu BDO-Zeiten, und 2014 statt. Er kam ja 2006 zur PDC und spielte die beste WM seines Lebens gleich bei seinem Debüt. Man könnte sich hier direkt einen Break einhandeln, weil er es nicht hinbekommt, mit 11 Darts zu checken. Noch ein Dribble. Ja, und die Doppel 18 für Vincent van der Voort. Pensen! Oh, 156 im ersten Leg. Das glaubt man das nicht. Ist das unglaublich, ist was es hier für ein Niveau gibt, oder? Nutze deine Chancen, egal was du für eine angesprochene Position hast, sonst gibt es Saures. Wir hatten eben, weil wir einfach auch nochmal Barney zu Wort kommen lassen wollten, nicht die Gelegenheit, Jamie Lewis zu hören. Der sprach davon, das war das beste Match von mir auf einer Bühne. Ich habe im Training vielleicht mal besser gespielt, aber niemals bei einem so wichtigen Turnier, niemals auf einer Fernsehbühne. Und das kann man sich nachher dann auch ruhig mal bei sport1.de reinhauen. Das sind die Interviews, die wir dann dort platzieren und die man sich dort anschauen, anhören kann. Tja, und van der Voort, der hat sich viel vorgenommen. Glaube ich gerne. Und scheint gewappnet zu sein für diesen Vergleich. Auf jeden Fall ist er da oben einer derjenigen, der aus Erfahrung weiß, wann Barney ein Problem hat und womit man Barney am besten schockieren kann. Diese 156 haben sehr viel Strahlkraft für ihn, weil sie auch Barney im nächsten Leck noch nicht ganz in Ruhe lassen. Der kommt dann in das nächste Leck rein mit einer 43 und mit einer 100. Also sehr übersichtlich. Da hat er schon mal so ein bisschen diese Scoring-Power unterbrechen können. Aber natürlich nicht für lang. Aber gelingt ihm das nur ein, zwei Mal, kann sich das für ihn auszahlen, weil wir hier von Sets reden. Aber allerdings ist da natürlich auch Master of Disaster Raymond van Barneveld. Spielen zum zweiten Mal bei einer Weltmeisterschaft gegeneinander. 2005 war es noch die BDO-WM und da gab es ein glattes 5:0. Und da kommt noch die Barney-Army her. Die Barney-Army ist noch ein altes Gewächs der BDO. Die sind quasi mit ihrem Messias gewandert. Und da gab es wohl damals eine Zeit lang eine Camouflage-Geschichte, die sie sich immer wieder angezogen haben. Und dann fingen sie an mit Army wie Tarnfarbe hin und her. Und dann ist das natürlich auch ein toller Sound, gar keine Frage. Die Barney Army ist dann einfach mitgewandert mit ihrem König rüber zur PDC. Und seitdem gibt es die neue Austragungsorte und viel, viel gutes Gefühl für Mr. Barneveld, egal wo er hingeht. Sein erstes Leck reicht aus zum 1:1, schafft ebenfalls ein Break. Und van der Voort hat keine Zahl in Klammern hinter seinem Namen stehen, weil er nicht gesetzt ist. Ist in der Weltrangliste einfach nicht weit genug vorne stehen. Gehört nicht zu den Top 32. Aktuell ist die 33 der Weltrangliste. Und nach dem Zweitrundensieg gegen Steve Beaton haben viele gesagt, Mann, das ist der beste Vincent van der Voort, den wir je gesehen haben. Er wollte nicht ganz zustimmen, aber dass er gut spielt, das weiß er selbst. Hat in beiden Matches letztlich ein 100er Average hingelegt. Und er weiß, den wird er auch heute benötigen, um Raymond van Barneveld eventuell hier auch aus dem Turnier zu boxen. So, Barney steht viel auf dem Spiel, weil er Punkte zu verteidigen hat. Halbfinalteilnahme steht da vor 2 Jahren. Er will nicht abrutschen im Ranking. Er ist aktuell die Nummer 9. So, lass mich das noch schnell sagen. Ich habe die Information von Kim Jackson. Die hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der hat auch vorher auch mal BDO gespielt. Und dann fiel es mir wie Schuppen aus Haare. Sie hat recht. Hat er gemacht. So, und jetzt ist dieses Barney-Army-Thema aber auch hinreichend erschöpft. Er hat seinen Clan, der ihn weltweit begleitet, und das haben ganz wenig Dartspieler, die immer wieder so sich sicher sein können, in jedem Austragungsort seine Fans zu haben. 96 rechts. Zweiter Finish für van Barneveld, die Doppel 18, die mag er gern. Die bekommt er jetzt zum 2:1.
Der ist knapp vorbei, aber ich glaube, den kann er benutzen. Oh, ja, nee, der hält ihn eher auf. Der steht nicht aufrecht genug, quasi, um ihn dagegen zu fallen. Der lag ein bisschen im Weg. 148 wäre jetzt aber natürlich das zweite Husarenstück in drei gefühlten Minuten. 156, 148. Da erwarten wir zu viel von dem guten Mini. Jetzt geht's los. Die Double 18 ist eigentlich ein freundliches Double für Raymond. Er mag es. Er spielt es. 2-1. Ja, ich bin gespannt, ob Vincent van der Voort vom Scoring her wird mithalten können gegen Van Barneveld. Er hat selbst nach seiner zweiten Runde gegen Beaton gesagt, dass diese Distanz schon lang ist, dass es schwierig ist, dort sein Niveau zu halten, durchweg zu halten. Vincent van der Voort muss an sein Leistungslimit ran, um heute Barney zu bezwingen. Vincent van der Voort ist ja auch sehr gut befreundet mit Michael van Gerwen. Der wird sich das natürlich hier auch angucken, was sein Kumpel hier gegen Barney machen kann. Die sind ja natürlich auch dicke, aber der Gewinner von Van Gerwen gegen Price spielt gegen den Gewinner van der Voort von Barneveld. Also von daher ist das schon mal ganz interessant zu wissen. Wie kann man Barney ein bisschen aus der Spur schubsen, indem man ihm mal direkt 156 als erstes serviert. Aber dann ist er nicht stabil genug geblieben, Vinny. Dann hat er nicht genug Scoring Power aufgebracht. Da konnte Barney sich hier ganz in Ruhe zurückspielen. Und jetzt hat er die Chance, das Set zu greifen. 161. Peter hatte diverse Chancen eben. Ja, Barney hat diese eine. Bullseye. Oh, aber trifft auch nur die 25. Und man muss auch sagen, dieses 156er Finish hat letztlich auch Van Barneveld nicht erschreckt, nicht aus den Socken gehauen. Der ist cool geblieben. Ups, das ist die 1. Ups, und das ist noch eine 1. 23 Punkte. Macht 100. Er wollte sich genau die 100 stellen wahrscheinlich. 9 für die Doppel 8 zum Satz, zum 1-0. Jawohl, Van Barneveld schnappt sich diesen Durchgang mit 3-1 in den Lex. Sind rechtzeitig zurück zum Beginn des zweiten Satzes. Vincent van der Voort liegt mit 0-1 hinten. Eröffnet jetzt Durchgang Nummer 2. Starker, konstanter erster Satz. Raymond van Barneveld, so wie er auch die 8 Sätze davor gespielt hat. Bei Van der Voort sind so ein paar Ausreißer mit dabei. 77. Jetzt kommt die Barney Army. Ja, Van der Voort, die 97, 190 Punkte Rest. Und damit natürlich kein Finish. Ja, kriegt er noch einen rein. Da oben in der Triple 20, klasse, 150 Rest. Ach. Was hast du? Naja, macht 138 Rest. Die Problematik besteht gar nicht bei Van der Voort irgendwie, dass er da hektisch ist oder irgendwas versucht oder Schmerzen hat oder sowas. Es ist einfach das Wissende. Wenn ich jetzt gegen Barney nicht in die Puschen komme, dann wird er mich hier überrennen. Das weiß man einfach, wenn man mit dem Kerl 20 Jahre befreundet ist, dass er irgendwann seinen Gang findet und dich platt macht. Es ist trotzdem erstaunlich, Schauti. Ich meine, Barney hat wirklich nicht viel gerissen in 2017 insgesamt. Ja. Und er kommt hier hin, spielt die erste Runde 101er, zweite Runde 102er Average, steht jetzt bei dem 104er Average. Er hat wirklich, ich meine, das ist immer leicht gesagt, wenn die WM da ist, dann laufe ich heiß. Ja, na klar, sie laufen alle heiß. Aber er kann das tatsächlich in eine bessere Form wandeln. Na, und Van der Voort ist über Weihnachten in London geblieben, genauso wie Michael van Gerwen. Sie werden mit Sicherheit auch ein, zwei Sessions gemeinsam bestritten haben. Kleine WG gegründet wahrscheinlich. Ist irgendwo so ein Feriending genommen.
Hat ja auch ein bisschen Familie dabei, kein Weihnachtsbaum, nicht große Ablenkung. Und da hast du einen gleichgesinnten Burschen mit Van der Voort. Mit dem kannst du es dir ordentlich geben dann an Bord. Schöne 140, ja. Macht 201 Rest. Und er hier bräuchte schon, ob es wieder ein Fehler in der 7. Er hat zu viele Ausreißer. Ja. Erinnert so ein bisschen an Alan Norris heute Nachmittag, der immer wieder so eine kleine Zahl hatte. War es nicht die 5, dann war es die 1 oder unten die 3. Er ist immer mit einem Dart zur Seite abgerutscht. Mhm. Und das macht sich selbstverständlich dann auch in deinem Scoring bemerkbar. Da fehlen dir einfach ein paar Punkte. Hier auch wieder Barney mit 130, wieder ein bisschen zu perfekt. 105 waren anvisiert, 130 passt, wunderbar. Van der Voort steht, dann sagt, es war eben noch 201, jetzt 71. Verdammt, ohne Triple auf ein Doppel und Leg weg. Nein, diesmal nicht. Kann Van der Voort auch die 102? Na, 82, nee, wollte direkt 20 wieder dreifach erwischen, stellt sich 32 Rest. Das müsste eigentlich Barnis Leg sein jetzt. Jawohl. Genau so ist es. Gleicht aus. Geht also so los wie in Satz 1. Erstes Leck an Van der Voort. Und dann hat sich im ersten Durchgang Van Barneveld 3 geholt. Der Hashtag DartsWM, der bringt einen manchmal auch mit seinem Tweet ins Fernsehen. Am Orakel von Delphi wird ein Darts-Hero-Schwein aus dem Sport 1 dem Darts-Gott geopfert. Dieser entscheidet dann, wer beginnt. Das ist also die Frage oder die Antwort darauf, wer ein Mensch beginnen darf. Das stimmt nicht ganz, was er da schreibt. Das wird ja im Practice Room ermittelt. Dort werfen sie aufs Bullseye, dann kommt dann letztlich der Turnierschiedsrichter zu dir und zieht dich an ein Dartboard und dann wird ermittelt, wer das Match beginnen darf. Das ist nicht unwichtig, weil der Start in ein Leg ja immer einen Vorteil hat. Ach, na gut, mir gefiel die Opferungsgeschichte irgendwie besser, als dass es tatsächlich der Bonschiri und so macht. Du hast ja recht, leider. Aber ich mag die Geschichte lieber. Wir opfern ein Hero-Schwein und der entscheidet, der Dartsgott, wer anfangen kann. Das ist prima. Cool überlegt. Vincent hier mit einem Mini-Problem, löst es sofort über die dreifache 18. Barney noch mal ein bisschen mit Druck hinten dran. Ah, na, an der 5 ist das schwer, Druck zu machen. Jetzt braucht er selber eine 19 für den Finish. Dreifach umso besser. 128 für Vincent van der Voort. Triple 18, Triple 20. Bullseye. Er macht 72 Punkte Rest und wartet ab. Was macht Barney? Der will auch Triple 18. Am besten zweimal für Doppel 7. Oder Triple 18, Single 18 für Bull. Na, Doppel 7 ist drin, ja, ist drin. 14 left, drei rote Felder zum Break. Oh, den hätte er gerne gehabt. Van Barneveld wirkt so entspannt. Der hat die Ruhe weg, weil er weiß, er hat einen guten Touch. Und keiner jazzt den Dart so lässig ins Board wie er. Ein großes Talent. Wenn der merkt, dass es läuft, und er weiß dann auch, wissen auch alle anderen, es wird eng, es wird schwer. Ich habe Vincent, weil du hast, arbeitest dir natürlich auch so eine Art Achillesferse bei deinem Gegner irgendwann ein. Wenn er dir 10 Jahre lang einen einschenkt, dann glaubst du im 11. Jahr nicht mehr daran, dass es für dich möglich oder einfach ist, ihn umzuhauen. Jetzt gibt es natürlich ein paar Geschenke, aber wir sind noch ganz früh in der Partie. Wir haben noch nicht mal die beiden Sets rum. Van der Voort sollte das jetzt mal mitnehmen. Mach's. Sehr gut. 2-1 Führung, braucht also noch ein Leg, um hier auszugleichen. Und wenn wir eben schon vom Darts Hero Schwein gesprochen haben, die gibt es im Sport 1 Darts Shop. Das Darts Hero Schnitzel wird demnächst kommen. Ja, haben sich beide wieder so ein bisschen beruhigt. Das ist jetzt wieder, ja,
normales Dartspielen, also keine großen Highlights und wahnsinnige Taten, wie wir es gerade bei Lewis gegen Bright gesehen haben, wo wir ja aus dem Staunen gar nicht mehr rauskamen. Hier ist Barney jetzt bestrebt auszugleichen in Lex und dann mal den Anwurf von Vincent erfolgreich zu Ende spielen. Er hat hier nämlich eine 28% Doppelquote, weil er zu viele Fehler wieder auf den Doppel macht, Raymond. Und deswegen Vincent immer wieder eine Chance einräumt. 165 ist kein Finish. Vielen Dank, wird sich Raymond van Barneveld denken. Dann lasse ich mir einfach ein bisschen Zeit. Genau. 121 Rest bekommt er noch. Oh, der geht da schön runter auf die 71. Rest und 165 ist eine Bogey-Zahl. Das ist erstaunlich, dass das auch zwei diesen erfahrenen Leuten auch passiert. Ja. Der ist schon so lange mit dabei, Vincent van der Voort. Aber hat offenbar das dann außer Acht gelassen. Barney bekommt Doppel nur 20. Einen. Der reicht. 2-2. Und jetzt wartet ein sehr, sehr wichtiges Leck auf van der Voort. Er will den Ausgleich in den Sets, in den Sätzen. Guter Start. Das ist ein sehr guter Start, ja. Da dehnt er sich den Rücken so ein bisschen. Die Rückenprobleme waren mal massiv vor ein, zwei Jahren. Hatten ihm ja tatsächlich auch dazu gebracht, dass er überlegt hat, komm, ich lasse es sein, das bringt nichts mehr. Und wenn er jetzt natürlich auch so viel trainiert hat, dann ist die Belastung hoch. Aber er macht das Bessere jetzt hier da draußen. Er macht den besseren Decider. Raymond kommt ohne Triple in dieses Must-Break-Leg für ihn. Und vielleicht kommt er jetzt schon eine Spur zu spät mit dieser 140, 71 Punkte noch für Vincent. Und genau pünktlich, wollte ich gerade sagen, kommt er nicht in die Triple, aber er schafft es. Die Barney Army hat die jüngsten Mitglieder. Und es reißt nicht ab, es wird sie immer geben. Das kann man schon mal jetzt feststellen. Es wird sie einfach immer geben. Für diesen unglaublich sympathischen Ex-Postboten aus Den Haag. 128, 108 Rest. 90 bleiben stehen. 206 bei van Barneveld. Na, jetzt nochmal so richtig einen raushauen. Dann wird van der Voort schon Druck verspüren. Der muss 90 Punkte checken. Ein 1-1 oder ein 0-2 ist so ein Riesenunterschied. Und perfekte Aufnahme von van Barneveld. Der stellt sich 32 Rest. Und was macht Vincent van der Voort? 70. Single, Single, Doppel. Oh. Wenn es so einfach wäre, wie es aussieht. Van der Voort gleicht aus in den Sätzen. 1-1. Jamie Lewis. 01379 600 800. Die Nummer müssen Sie anrufen, um eine Chance zu haben auf 200.000 Euro beim Sport 1 Gewinnspiel oder das Kennwort Sport per SMS an die 40400. Aber das wäre schon eine extrem Makro-Sache, wenn es jetzt ein Gervin Price hinbekäme, MVG aus diesem Turnier zu werfen. Dann wäre ich also wirklich, ich weiß nicht, platt. Ich gibt keine Superlativen für, ich wäre einfach nur platt, das würde mich einfach irgendwie wirklich weghauen. Da ist hier nichts mehr zu sagen. Es deutet auch bislang nicht wahnsinnig viel darauf hin. Hat es ganz ehrlich gesagt für Jamie Lewis gegen Wright für mich auch nicht hingedeutet. Ich weiß, dass Jamie Lewis ein guter Floor-Spieler ist, gar nicht die Frage. Aber jetzt hier vier Sets in der zweiten Runde gegen die Nummer 2 der Welt so durchzuhalten, vielmehr fünf Sets, sechs Sets, mein Fehler. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. So, das ist die Doppelquote im zweiten Satz. Barney hat 2 von 6, van der Voort hat 3 von 4. Deutlich bessere Ausbeute. Von den Scores her immer noch so leichte Vorteile bei Raymond van Barneveld, der auch vom Average her ein paar Punkte besser dasteht. Steht so um die 100. Vincent van der Voort bei 95 Zählern im Schnitt pro Aufnahme. 167, 107 Rest, Triple 19. 86 noch. Triple 18 für 32, das passt perfekt. Er kann hier mit jedem Problem sofort umgehen, stellt sich ein herrliches 32er Finish und wartet auf den Konter von Vincent. Triple 18, er verpasst beide Male die Felder, die er anvisiert hat, um ein jeweiliges weiter nach links.
Also Visier neu stellen und Barney nutzen. 1-0 Führung. Oha, Doppel ist aber das schmale Ding da, Freunde. Das schmale da. Ja, Doppelquote bei jetzt unter 30% für Van Barneveld. Und das tut weh. Und dadurch kommt Van der Voort immer wieder zum Zuge. Trifft die Triple 14 für die Doppel 16, um hier einen Break zu schaffen. Doppel 8. Ja, er macht das. Seine Doppelquote steht bei jetzt über 80%. Und damit kannst du natürlich auch sehr viel korrigieren. Ja. Dritte Break erst in diesem Spiel. Erste, nee, das zweite von Vincent. Und auch hier wieder einen guten Start hingelegt. Da muss Barney jetzt erstmal zwischenfunken. Wunderbar macht er das. The Great Bananas. Nun muss er produzieren. Jetzt muss Barney Score kommen. Nochmal die 140. Ja, noch nicht ganz. Die Bewegungen sind auch noch nicht ganz sauber. Mit dem letzten ist er ein bisschen zu schnell unterwegs, Raymond. Vincent haut halt immer mal wieder eine ab. Da hat er sich schon lange dran gewöhnt und lässt es halt dann krachen und wird dann genauer. Und es reicht, um Barney hier ein Spiel zu liefern bis jetzt. Das ist ein Finish, das ist eine Chance. 230 Rest für Van der Voort. Ja, ein Finish hat er natürlich auf jeden Fall. Zwei Dart Finish, 96 Rest. Kann Raymond 161 checken. Muss er, sollte er? Ich finde, er sollte. Zum 1:1 und er ist drin. 156 haben wir gesehen von Van der Voort im ersten Leg. Jetzt hier Check Van Barneveld, 161 und gleicht aus in den Legs. Das war jetzt nach längerer Zeit nochmal so ein Aufwacher, ein Highlight von Van Barneveld. Nur 60 von Raymond, da kann er natürlich wieder sofort Unruhe stiften, Vincent. Macht das auch mit aber nur einem Triple. There's only one Phil Taylor. The Power spielt morgen Abend sein Match gegen Keegan Brown. Das ist dann sein dritter Auftritt. Hat ja am 23. abends sich glatt durchgesetzt gegen Justin Pipe mit 4-0. Vielleicht schon mal der Blick auf morgen. Tony Alcinas gegen Darren Webster. Dann kommt Mensur Suljovic gegen Dimitri Vandenberg, den jungen Belgier, der so ein tolles Turnier spielt bislang. Der Juniorenweltmeister aus diesem Jahr. Und dann John Henderson gegen Rob Cross. Nächster Auftritt von Cross, dem Shooting Star dieses Jahres 2017. Ja, und Hendo, den Überraschungsmann dieser WM, ja. Der hat nämlich auch das Sahnenstück hinbekommen, hat diesen fantastischen Run dieses Jahres von Daryl Gurney aufzuhalten, hier bei der WM. Ein 4-2, sicherer Sieg. Ja, Bullseye, viel hat nicht gefehlt, 71 Rest, um das eigene Leck zu gewinnen. 58, 18. Für die Doppel 20, ein Dart nur. Der reicht. 2-1, ja. Und jetzt feuert er sich an und sagt, jetzt ist der Moment, wo du Vincent wehtun kannst. Jetzt reißt die Lücke, jetzt kommst du an ihm vorbei. Jetzt muss dein Spiel funktionieren, Raymond. Er hat natürlich den Vorteil, den Decider hier anfangen zu dürfen, falls er jetzt nicht dazwischen kommt, aber 12 Darts und weniger ist jetzt das Target von Raymond van Barneveld. Und es ist ein guter Start. Ne? Und dafür ist Barney bekannt, für sein tolles Timing, dann gut zu spielen, wenn es wichtig wird. Das extremste Beispiel, um den Unterschied zwischen einem Leg und einem Set-Modus zu erklären, war die Partie bislang von Michael Smith gegen Rob Cross. Weil Michael Smith 17 Legs gewann, Rob Cross nur 12 Legs, aber er hat das Match gewonnen. Genau. Er hat halt
kein Leck, das ist echt erstaunlich, kein Leck in den Sätzen holen können, die Michael Smith sich schnappte. Aber immer wieder die Entscheidungslecks sich geholt. Also er war dann da, wenn es wichtig wurde. Das sind 156 Rest. 9 Darts geworfen, 2 Dart Finish Rest. Genauso perfekt, ihr seht das, wie er sein Dart küsst, performt er zum Timing, wo es sein muss, diese stabile Nummer. Und Vincent kann die 137 nicht checken. Geht's in 2, macht das in 2. Aber er sollte es in 3 machen, dann ist das Set seins. Ja, Dart 1. Dart 2. Fantastische Ausführung von Raymond van Barneveld. Wieder einmal. Das ist das Timing von Barney, vor dem sie alle Angst haben. Vor dem ja auch ein Michael van Gerwen sagt, der Kerl ist wie ein Tiger. Der lauert und dann ist er plötzlich da und du weißt gar nicht, wie dir geschieht. Trotzdem alles noch in der Reihe. Van der Voort eröffnet jetzt die ungeraden Legs. Wenn es normal läuft, wird er sich den 4. Satz holen. Dann wird er ausgleichen zum 2:2. Ja, schön hier, Vincent ist ihm nichts gefallen, hat sich nicht davon schocken lassen. Seinem Aufschlag hinterher, Raymond hier mit, ja, kann ja wieder ein bisschen locker lassen, kein Problem, wenn er dieses Leck verliert, es passiert nichts, das Set ist immer noch frisch und sexy, gar kein Thema. Dann soll es halt jetzt hier einmal ein Schrott sein. Es muss ja auch nicht immer ein Break sein. Dann geht er halt auf das nächste Leck los. Aber das ist wieder eine Einladung von Vincent. Oh Mann. Jetzt eine gute Aufnahme spielen. Das war ja klar. Auch das ist die Frage eines Timings. Wann werfe ich denn so einen hohen Score? Wann haue ich denn die 180 rein? Es ist seine 4. Er macht es dann, nachdem Van der Voort diese 23 Ditcher geworfen hat. Und dann tut's noch mal weh für den Gegner. Ärgerst dich über deine Aufnahme und ärgerst dich noch mal über diesen Moment des Gegners, den du ihm selbst verschaffen konntest oder verschafft hast. 80. Ah, 30. 72 Rest. Immer auf Bull wirft, um dann eben das 2-Dart-Finish anzupeilen, wie 97 Rest und nicht im weiteren Wurf auf 20 noch 102 Rest zu haben. It's break time. Ja, würde ich auch so sehen. Es riecht irgendwie danach. Doppel 18, Doppel 18. Na gut. Ein Dart wieder auf Tops. Bis hierhin langt er immer, der eine. Auch hier langt er. Gerade auf der Doppel 20, sehr sicher. Kaum mit Fehlern. Und die Doppelquote wird natürlich besser und besser. Und das ist das nächste Break für Van Barneveld. Und jetzt will er natürlich auch diesen 4. Satz nach Hause spielen. Ja, wir haben jetzt 4 Lecks in Serie, die an Mani gingen. Jetzt ist mal wieder Zeit, dass Vincent da Fuß zwischen kriegt. Sonst ist ja auch wieder dieses Set in Gefahr. Oh, knapper kannst du nicht an der Triple 20 vorbeiwerfen. Ärgerlicher Moment, die 9. für Raymond. Quatsch, für Vincent van der Voort. Trifft zwar 2 Triple im Starter hier, aber beide hauchdünn in die Triple 5. Er hat jetzt ein paar dieser unglücklichen Aufnahmen. Ja. Hilft ihm nicht weiter. Oh, da werden wir jetzt mal sehen. Was hat Russ Bray? Hat nicht berührt. 80 Punkte. Die Spitze muss die Scheibe nur berühren. Das genügt, damit der Pfeil gewertet wird, der Dart. 44. Jetzt auch mal eine schwächere Aufnahme von Van Barneveld. Noch mal wieder einer, der ihm abhauen. Auch hier wieder die 5 mittendrin. Wo sich selber die Hirse kratzen. Eigentlich nach dem ersten Dart sah es so straight aus. Und dann kommt wieder die 5. Aber Barney tut ihm auch den Gefallen. Sie sind beide ein bisschen ungenau. Ja. Mal sehen, wer jetzt. Ja, das Quäntchen mehr Glück hat oder den besseren Moment hat. Das sieht nach Vincent aus. 106 Punkte. 175 kann er natürlich nicht checken. Van der Voort hat die 62% auf der Doppelquote. Hat die 156 bekanntermaßen schon gecheckt. Die sind beide drin. Macht 55 Rest, also 15. Und er stellt sich die Doppel 20, die so klasse funktioniert. Das weiß auch Van der Voort. Er muss sie jetzt wegnehmen. 46. Die 6 für Tops. Ach, und da fehlen so ein paar Millimeter. Also Zentimeter sind es nicht.
Und Doppel 20 lässt er nicht aus. Immer wieder mit dem ersten Dart ist Van Barneveld zur Stelle. Und das ist das 2:0 in diesem vierten Satz. Jetzt hat er plötzlich mal das Tempo angezogen und schwupp entgleitet er Van der Voort. Und die Barney Army ist natürlich nach jeder guten Aktion zur Stelle, auf die ist Verlass. Egal, wo du bist in England, auf sie ist einfach Verlass. Wir haben auch ein feines Händchen dafür, wenn ihr Meister da Probleme hat, gibt es einen Aufmunterungssprechgesang. Aber auch mal eben zwischendurch zum Abfeiern, wie hier bei der guten Leistung. Ein Riesenvorteil für Raymond van Barneveld. 94. Ja, viele im Netz regen sich auf über die Sprechgesänge der deutschen Fans. Ohne Holland fahren wir zur WM. Wir haben noch keinen Einfluss darauf. Nein. Na, schau die. Nein, das haben wir Das schaffen nicht. Wir noch nicht. In der Häufigkeit wahrscheinlich wirklich nicht besonders lustig. Aber was willst du machen? So ist es ganz einfach. Naja, wir wissen es ja, dass wir ohne Holland zur WM fahren. Naja. Die Jungs werden sich auch dran gewöhnt haben. Und wir hören diesen Song auch nicht zum ersten Mal bei einem Darts-Turnier. Er ist einfach schwer aus den Hallen herauszuhalten. Richtig. Barney hier ohne Finish. Und wo stellt er sich hin? Die 113 für Vincent natürlich machbar. Aber der müsste jetzt mal wieder bis zum letzten Dart durchhalten. Hat diverse Finishes dann auf Tops nicht gecheckt. Hier kriegt er das Triple nicht hin, wirft 50 Punkte für 63 Rest. Ja, nun brennt das Haus. Nur ist 112, nur ist Barney Time. Peng, erste sitzt wieder mal perfekt. Und die Doppel 16 fürs Set. Sehr gerne. Klasse. Ganz, ganz tolle Phase von Raymond van Barneveld. Ist jetzt auch vom Average her bei über 100 und die Doppelquote ist bei 45%. Hat der sich gesteigert, im richtigen Moment angezogen und das Match jetzt komplett unter Kontrolle. 3-1. Und auch die Videos zur Darts-WM auf sport1.de oder aber auch auf der kostenfreien Sport1-App. Ja, Peter Wright, der ansonsten wirklich auch immer gerne zu Interviews kommt. Nach der Niederlage heute hat er keins mehr gegeben. Das hat ihn bestimmt auch schockiert. Ja, selbstverständlich tut sowas weil nicht. Wir hatten schon gesagt, er hat so ein gutes Match gespielt, auch sich deutlich steigern können im Vergleich zur ersten Runde gegen Diogo Portella. Und dann haut ihn dieser Jamie Lewis raus, weil der die Darts seines Lebens spielt. Und du denkst, das darf doch nicht wahr sein, warum genau jetzt gegen mich? Ganz genau, Things Happened. Das passiert auf dieser WM 1000 Mal, weil jeder das denkt. Aber bei Peter Wright ist einfach die Unmöglichkeit eingetreten eigentlich, dass das wirklich so zelebriert und funktioniert werden kann. Das ist schon mal... Gerion fragt, was ist eigentlich diese Order of... er schreibt auf Merlin, das ist die Order of Merit, das ist eine Geldrangliste. Man schaut, wie viel Geld, wie viel Preisgeld die Spieler in den letzten zwei Jahren eingenommen haben. Wer am meisten Preisgeld hat, ist einfach die 1. Und das ist zweifelsohne Michael van Gerven. Der hat in den letzten zwei Jahren so rund 2 Millionen Euro eingespielt und ist damit deutlich vor der Nummer 2, Peter Wright. Und van Gerven ist ja auch jetzt gleich noch dran gegen Gerben Price. Wird es noch lange dauern oder ruft Barney jetzt das Ding hier bald ins Ziel? Also ich denke nicht, dass es noch viele Sets dauert. Höchstens diesen. Ich glaube nicht, dass... Also höchstens noch 3, würde ich sagen. Nein, dieses Set noch, dann ist das ja eigentlich erledigt. Man müsste Van der Voort jetzt wieder sehr gute Momente haben. 1-2 Finishes über 101 Leuten. Nicht nur das allererste, was er gemacht hat, die 156, sondern auch hier bekommt er keinen Dart auf das Doppel. Das sind dann jetzt so die Anforderungen, weil Barney schlicht und einfach stabiler ist im Score. Muss Vincent Dinge um die 100, 110, 120 immer wieder checken. Und der Einzige, der hier einen sehr guten Zug auf Tops hat, ist der Kerl hier, der schon wieder auf Tops erfolgreich ist. Also, lange wird es nicht mehr dauern. Ja, auch so ein Match von Barney startet gut, hat dann so eine Phase, wo es nicht ganz so läuft, aber er kommt wieder rein und kontrolliert es dann. Ja. Und ich glaube, Vincent van der Voort wird sich denken, verdammte Axt, schon so viele große Matches auch gegen ihn verloren. Die haben 2006 mal das UK Open Finale gespielt.
Auch da gewann damals Rengen van Barneveld. Ja, er hat jetzt 5 Lecks abgegeben, gegen Vincent, mehr nicht. 1 im ersten Set, dann das zweite Set verloren und dann 1 im nächsten Set, danach keins mehr. Seitdem sind wir jetzt hier 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Die Lecks gehen alle an Barneveld. Dabei sind die beiden Sets rausgesprungen. Und die sichere 1-0-Führung hier. Deswegen ist mein Enthusiasmus auch mittelprächtig. Ich schreibe mir hier nicht gerade die Füße wund, weil es ist eine sehr kontrollierte Angelegenheit für Raymond. Der hat einfach das Wissen durch ewige Trainingssessions gegen Vincent van der Voort, dass er ihn jetzt mehr oder minder hat. Sollte van Barneveld durchkommen und sollte Michael van Gerven gleich sein Match gegen Gerben Price gewinnen, dann hätten wir mal wieder das Duell bei der WM zwischen Barney und MVG. Im letzten Jahr gab es ein 6-2 für van Gerven, 114er Average. Barney verliert das Match mit dem höchsten Average, jemals einer, der ein Match verloren hat bei der Weltmeisterschaft. Perfektes und davor das Jahr hat ja van Barneveld van Gerven rausgehauen im Achtelfinale. Diesmal also ist es ein Viertelfinale. Und mit dieser 580 stellt sich van Barneveld mal wieder die Doppel-20. Und auf die ist er eine solche Bank, sagte er und lächelte. Na gut. 2-0 und jetzt fehlt ihm nur noch ein Leck. Dann steht er im Viertelfinale und dann kann er abwarten, mit wem er es denn zu tun bekommt. Barney kann mit dieser Form, mit dieser Art und Weise, wie er spielt, jeden rausnehmen. Ja. Der überzeugt mich jetzt wirklich zum dritten Mal. Drittes Match und dritte hochklassige Partie. Schöne High-Finishes inklusive der 161, 112. Immer wenn es gebraucht wurde, hat er produziert und hat viele, viele Basics genommen. Also zwischen 60 und 120 Punkte ausgeschossen. 74, 77, 78, 71. Alles, was ihr da gesehen habt, eine absolute Bank of Tops gewesen. Und genau das bringt dir dann eben die ja, Pfundscheinchen auf deine Order of Merit-Rangliste, wenn du eben so konsequent die Lecks einsammelst, wie Raymond es hier getan hat. Und jetzt haben wir 2:21, da stellt er sich am liebsten. Und wohin? Genau, mit dem letzten wieder auf Bull, Freunde, und er trifft auch dieses Bull. 91 Rest. Unglaublich. Er wirft immer mit dem letzten auf Bull bei diesen Gelegenheiten, um eben den Sprung von 200 knapp runter unter die 100 zu machen. Schock den Gegner und du hast nur noch einen Zweitart-Finish. Möglicher Matchstart, wenn er einen Triple erwischt. Ne, macht er nicht. Vertagen wir auf gleich. Geht also nicht so weit weg. Ja. 180 wird schwer. Natürlich kein Finish. Und jetzt gibt es die Matchstarts für Raymond van Barneveld. Die Matchstarts 1, 2 und 3 für den fünfmaligen Weltmeister. Ja, und wieder sitzt der Erste, der eine tolle Konstanz hatte auf die Doppel, der hier ein richtig gutes Match spielt. Raymond van Barneveld steht schon wieder im WM-Viertelfinale und er ist gefährlich. Auf ihn müssen wir ein Auge haben, spielt am Ende einen 101er Average, hat eine 46% Doppelquote, 161er Score, ein High-Finish von ihm, also auch tolle Werte. Eli Pelli, I just said it's a superstar day more or less today. You're playing a Dutch guy, Vincent. You know him well. I think it's the 20th time you play, but you haven't played him quite for some time on a big stage. Yeah, true. Normally, I get him in the first round of the major tournament, or he gets Phil Taylor in the first round. 9 out of 10 times, he had not the best draws in his career, you know, but he's an amazing player. He's a wonderful guy. Vincent and me go back for many, many years ago. We became Europe Cup champions together and the pairs, World Cup champions, and we won the pairs. So, yeah, we texting each other quite regularly and we call each other. So he's a really close friend. It's always hard to play a good friend on stage. Also das ist natürlich ein guter Freund von ihm. Man kennt sie schon lange, ist doch klar. Die beiden haben natürlich schon eine Vergangenheit, eine lange Geschichte, gar keine Frage. Und das ist einfach ein guter Spieler. Er sagt, er hat auch in vielen Bereichen in seiner Karriere bislang eine schlechte Auslosung gehabt. Und so könnte es natürlich auch jetzt wieder sein. Aber wir sind ja schon ein Ründchen weiter beim Turnier. And he was actually calling it quits. So that could be a crazy story, yeah?
He was? Sorry? He was already calling his career quits because of his back and stuff. Yeah, that's why I take my hat off for him, you know, a lot of respect. 2 years ago, he got major back injury. I said to him, Finn, you okay? Well, Ray, I'm going to try another year. That was last year. Not his best year, you know, again. And now he's surprising all and everyone, you know, beating Dave Chisnell 3-0, beating Steve Beaton 4-0. Amazing results. He didn't drop a set. He never went home. He stayed here for Christmas, which is hard for him because his lovely wife is at home, you know, so it's very hard. But he said, no, I stay and practice, and this is important for him and for myself. It's, of course, so an important win. It's always hard to play a fellow countryman, someone from your own country, you know, but then again, I played Michael so many times, and at the end, you know, you want to go forward to the next round, and yeah, you must give that a spot, you know, go on stage and just take your focus like I'm playing Gary, Michael or Phil. Also es ist immer schwer, gegen einen Landsmann zu spielen, das ist auch klar. Er hat kurz auch noch gesagt, dass Vincent van der Voort ja auch hier geblieben ist, also Weihnachten eben hier in England verbracht hat. Und er hat großen Respekt auch vor ihm, gar keine Frage, weil er natürlich einfach nicht gesagt hat, ich beende die Karriere, sondern hat es dann eben nochmal probiert im vergangenen Jahr, nachdem er ja diese großen Rückenprobleme hatte. Und dementsprechend geht es heute gegen einen Mann, den er schlagen möchte, den er schlagen kann. Das ist keine Frage. Of course, you're able to beat the guy at this stage of the tournament. Anything changes for you, maybe from your mental approach? Coach, after playing a great round, the last round? No, focus. That is the key thing. And you know, when I was playing Richard North, everyone said, "Ray, this is a good draw." But you have to look out. You have to be careful. You know, a couple of years ago, 5 years ago, I played James Richardson. You know, he beat me. Now he beat Kim Huybrechts and Alan Norris. So it doesn't matter how good these players are. If you play a guy is number 100 in the world, you still have to focus. You still have to say, I have to play my very best. And then it's hard to be Ray van Barneveld. Also man muss, egal wie auch immer, jedes Spiel natürlich für sich nehmen, vor allem diesen Fokus behalten, weil ich kurz nachgefragt habe, ob sich vielleicht jetzt in dieser Phase des Turniers auch vom ja von der mentalen Herangehensweise was ändern wird, aber er hat ja auch in der Runde zuvor klasse Darts gespielt. Ganz kurz vielleicht noch zum Abschluss, real quick at the end of this interview, you're not playing a German guy, the German guy went out today, Kevin Münch, the last German guy, but you bumped into German fans, I guess, at the hotel, I heard, huh? Yeah, you had to do some photos and stuff. Yeah, good people. No, you're not at the official hotel. Still, they find you. Yeah, well, they left me alone when I was eating. So, massive respect for them, you know. And that's the way how you treat someone, you know. And they were waiting downstairs. Then I'm finished my breakfast, and then I have all the time for you, you know. So, I like these people. Also er hat übrigens in seinem Hotel, wo er wohnt, in diesem Jahr auch deutsche Fans getroffen. Das haben die mir nämlich eben erzählt. Sie waren total begeistert, weil er sich Zeit genommen hat, noch ein Foto gemacht hat mit ihnen. Und er hat aber auch gesagt, sie hatten sehr viel Respekt davor, mich nicht beim Essen zu stören, sondern haben mich erst zu Ende frühstücken lassen. Und dann hat man sozusagen ein bisschen Fotobusiness gemacht. Jetzt macht er gleich Business auf der Bühne. Wir wünschen ihm alles Gute. Thanks. Thank you. See you again. See you. Thanks, Randy.